Und nun eine erhellende Dokumentation über die amerikanische Außenpolitik von Nixon bis Carter. Arte. Im Januar 1969 gelingt es Richard Nixon, nach einer langen Durststrecke im Zusammenhang mit seiner Wahlniederlage gegen Kennedy, politisch wieder Fuß zu fassen. Der ehemalige Mitkandidat und Vizepräsident von Eisenhower zieht nun selbst ins Oval Office des Weißen Hauses ein. Eisenhower allerdings hatte alles getan, um diesen Augenblick zu verhindern. Bei einer Pressekonferenz hatte ein Journalist Eisenhower gefragt, ob sein Vize Richard Nixon ihm in den vergangenen 4 Jahren auch nur einen Vorschlag gemacht hätte, den er übernommen habe. Eisenhower überlegte einen Moment und antwortete dann: "Im Augenblick fällt mir keiner ein, aber wenn Sie mir eine Woche Zeit lassen, werde ich ganz bestimmt einen finden." Meine Generation dachte, glaube ich, er wäre nach diesen beiden Niederlagen erledigt. Es ist schwer zu erklären, aber natürlich hat es mit Vietnam zu tun, mit der Art und Weise, in der die Johnson-Regierung versagte und damit, dass Bobby Kennedy 1968 ermordet wurde. Unter anderen Umständen hätte Nixon vielleicht keine zweite Chance gehabt. Am Tag der Vereidigung von Richard Nixon erscheint ein Buch mit dem Titel »So macht man Präsidenten«, das Nixons Wahlkampagne analysiert. Der Autor schreibt dort: »Zum ersten Mal haben sich Profis des politischen Marketings nicht damit begnügt, das Image eines Kandidaten aufzupolieren, sondern sie haben eine Persönlichkeit entworfen, die keine reale Existenz hat.« Nixon war, wie ich es nennen möchte, verschlagen. Shrewd. Er besaß eine gewisse Scharfsinnigkeit, war aber keineswegs ein Intellektueller. Man hatte bei ihm nicht den Eindruck eines Gelehrten, der Argumente sorgfältig abwägen und neue Denkansätze zutage fördern konnte. Nixon überträgt General Alexander Haig eines der Schlüsselressorts des Weißen Hauses. Er wird Staatschef des Präsidenten. Richard Nixon wollte seine eigene Außenpolitik betreiben. Und er ernannte daher einen starken Sicherheitsberater, der sein oberster Exekutivbeamter dieser Außenpolitik sein sollte. Er war sich wahrscheinlich nicht im Klaren darüber, wie stark Henry Kissinger tatsächlich war, als er ihn holte. Henry Kissinger, Professor für Politikwissenschaft in Harvard, wird zum persönlichen Berater des Präsidenten. 1938, vor der Judenverfolgung in die USA emigriert, bestimmt er nun die Außenpolitik, obwohl er lediglich außenpolitischer Berater im Nationalen Sicherheitsrat ist. Es heißt, ich habe mein ganzes Leben geplant, nationaler Sicherheitsberater zu werden und in der Öffentlichkeit zu stehen. Tatsache ist vielmehr, dass mir Nixon kein Begriff war, als ich ernannt wurde. Und Tatsache ist auch, dass ich bei meiner Ernennung durch ihn die ungeheure Arroganz besaß und sagte, ich hätte gerne eine Woche Bedenkzeit, um mit meinen Freunden darüber zu sprechen, denn ich würde sie nur ungern verlieren, nur weil ich für ihn arbeiten sollte. Es spricht für Nixon, dass er mir in diesem Moment nicht sagte, ich solle verschwinden. Während seiner Kampagne hatte Nixon erklärt, der Außenminister spielt keine so wichtige Rolle. Die Außenpolitik ist Chefsache des Präsidenten. Er sucht sich deshalb mit Absicht einen unscheinbaren, zurückhaltenden Außenminister, William Rogers. Einzig deshalb, weil er von Außenpolitik nichts verstand, schreibt Kissinger später in seinem Buch Großmachtdiplomatie. Er wollte einen Verhandlungsführer, jemanden, der für ihn das Außenministerium leiten würde.
aber niemanden, der Einfluss auf die Politik nahm. Nixon hegte generell größtes Misstrauen gegen den Beamtenapparat und hielt den Außenminister aus Fragen der Außenpolitik weitgehend heraus. Für einen Politiker besaß Richard Nixon eine ungewöhnliche Eigenschaft. Er lernte nur ungern neue Menschen kennen und unterhielt sich nur widerwillig mit Leuten, die womöglich nicht seiner Meinung waren. Aus diesem Grund beschränkte er seinen Beraterstab auf eine sehr kleine Gruppe und benutzte mich als Mittelsmann für die täglichen, fast schon präsidialen Aufgaben auf dieser Ebene. Man begann, andere Ministerien von der Politik auszuschließen. Es wurden Dinge vor der übrigen Regierung geheim gehalten, wirklich wichtige Angelegenheiten. Und Kissinger, der im Namen des Präsidenten handelte, filterte nicht nur die Empfehlungen, sondern betrieb sogar ohne Abstimmung mit der restlichen Regierung eigenmächtig Politik. Ich halte es für etwas übertrieben, wenn von meiner angeblichen Allmacht die Rede ist. Es arbeiteten sehr unterschiedliche Menschen im Weißen Haus, was zu kulturell bedingten Schwierigkeiten führte. Es war nicht so sehr meine Macht, die Fülle meiner Macht war das Ergebnis, nicht die Ursache. Er fordert brillante Ergebnisse. Und oft, wenn man glaubt, das Beste gegeben zu haben, sagt er, man solle es noch einmal machen. Er holt das Beste aus den Leuten heraus, aber manchmal tut es weh. Henry konnte in der Öffentlichkeit sehr charmant sein. Außerhalb der Öffentlichkeit jedoch war er weniger charmant. Ich glaube, ich habe 5-mal meinen Rücktritt eingereicht, weil wir immer wieder Auseinandersetzungen hatten. Aber wir haben uns doch jedes Mal wieder zusammengerauft. Er konnte Schriftstücke sehr schnell lesen und aufnehmen. Auch dann, wenn man mit einem Problem kam, über das er überhaupt nicht Bescheid wusste. Einmal musste ich ihm eine Akte über die Beziehungen zu Libyen vorlegen, wovon er keinerlei Ahnung hatte. Er blätterte sie vielleicht 10 Minuten lang durch, um dann in den Raum zu gehen und die Besprechung so zu leiten, als ob niemand von den Anwesenden mehr über Libyen wissen könne als er. Weil er so wortgewandt und klug war, beugten sich ihm alle. Es war die in gewisser Weise oberflächliche Brillanz dieses Mannes. Er hatte eine Reihe intellektueller Modelle im Kopf, die er aus seinem Studium der europäischen Politik des 19. Jahrhunderts hatte. Realpolitik, Gleichgewicht der Kräfte, sehr klassische außenpolitische Konzepte. Und wenn ein Problem mit diesen Modellen nicht vereinbar war, dann verstand er nicht, warum es überhaupt auftauchte. Ich sehe ihn daher als einen scharfsichtigen Mann mit einem dennoch in vielen Dingen unklaren Blick. Eines Tages werden wir beurteilen können, was wichtiger an ihm war, die Scharfsichtigkeit oder der fehlende Blick. Man kann hier kein Pauschalurteil fällen und sagen, Kissinger sei nichts weiter als ein Konservativer einer bestimmten Schule gewesen, der keinen Beitrag geleistet habe. Aber genauso wenig kann man sagen, er sei ein diplomatisches Genie gewesen. Andererseits war Nixon ein sehr schwieriger Mensch und ich würde vermuten, dass er wahrscheinlich jedem misstraute. Ich denke, die beiden hatten eine eher förmliche Beziehung. Kissinger hat, glaube ich, gesagt, dass er nie oder fast nie in die Räume der Familie im Weißen Haus eingeladen wurde. Kissinger war kein enger Freund. Er war ein Geschäftskollege. Nixon war zudem sehr neidisch auf ihn. Und Kissinger besaß Eigenschaften, die Nixon nicht mochte. Er war ein Intellektueller, außerdem ein Jude. Manchmal sprach Nixon vor Kissinger sehr abfällig über Juden. Und Kissinger war von diesen antisemitischen Äußerungen peinlich berührt. 1973 war ich selbst Zeuge davon. Damals kamen 4 arabische Außenminister zu einem Treffen mit Nixon. Kissinger sprach zuerst mit ihnen, bevor wir dann ins Oval Office gingen. Ich war der Protokollführer. Alles lief gut. Sie stellten einige Fragen und irgendwann sah Nixon die arabischen Minister an und sagte, ich weiß, was Sie denken. Sie denken, dass Henry Kissinger ein Jude ist und dass er deswegen vielleicht kein guter Amerikaner ist. Dass er die Interessen Israels vor die Amerikas stellen wird. Kissinger lief hochrot an, er war außer sich. Den Arabern war es peinlich, weil sie gar nichts gesagt hatten. Vielleicht hatten sie es gedacht, aber ausgesprochen hatten sie es nicht. Nixon aber hörte nicht auf, er machte immer weiter.
Er sagte, aber man kann ein guter Jude und ein guter Amerikaner sein. Einige meiner Freunde sind Juden. Nicht alle Juden sind... Es wurde jedenfalls immer schlimmer. Schließlich ließ er davon ab, weil es allzu peinlich wurde. Und ich kann sehr wohl das Unbehagen Kissingers gegenüber Nixon sehen, gegenüber dieser Grobheit, mit der er diese Ansichten vorbrachte. Und an diesem Punkt hörte ich der Geschichte zuliebe auf, das Protokoll fortzuführen. Anfänglich war Kissinger ein unbekannter Mitarbeiter des Weißen Hauses. Dann aber wurde er durch solche spektakulären Ereignisse wie die Geheimreise nach China auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Henry Kissinger wird die Aussöhnung mit China in die Wege leiten. Nach der vertraulichen Diplomatie kommt die Stunde der spektakulären Politik. Nixon und Kissinger besuchen Mao. Bekannt wurde ich im Juli 1971 durch meine Geheimmission in China. Vorher war ich nur den Kennern und dem Washingtoner Pressekorps ein Begriff. Aber dann plötzlich tauchte ich sehr deutlich auf. In Vietnam weitet sich der Krieg aus. Jeden Tag werden 50 amerikanische Soldaten getötet. Die ausführliche Berichterstattung über die Kämpfe in Presse und Fernsehen lässt die öffentliche Meinung umschwenken. In großer Verlegenheit wegen des endlosen Konfliktes bemüht sich Nixon um einen ehrenhaften Frieden. Ich kam zu dem Schluss, dass der Krieg nicht gewonnen werden konnte. Mit Sicherheit nicht so, wie wir ihn fochten. Hat man jedoch die Entscheidung für einen Rückzug getroffen, stellt sich die schwierige Frage, wie dies mit 550.000 Mann vor Ort zu bewerkstelligen ist. Verteidigungsminister Melvin Laird wird von Nixon beauftragt, den durch die Politik McNamaras verursachten Schaden wieder gut zu machen und die Chancen für einen Rückzug der Amerikaner auszuloten. Well, we were in a very difficult period. Wir befanden uns in einer sehr schwierigen Phase. Als ich das Verteidigungsministerium übernahm, gab es 540.000 Amerikaner auf vietnamesischem Boden, die einen amerikanisierten Krieg austrugen. Daneben 1,4 Millionen Soldaten der Marine und der Luftwaffe in der Region. Insgesamt also fast 2 Millionen Amerikaner, die dort für diesen Krieg im Einsatz waren. To that responsibility and that war in Vietnam. Nixon ordnet die heimliche Invasion in Kambodscha und später in Laos an, unter Umgehung des Kongresses und ohne das amerikanische Volk zu informieren. Unter Nixons Regierung werden 4,5 Millionen Tonnen Bomben über Südostasien abgeworfen. I had a very deep disagreement. Ich hatte große Meinungsverschiedenheiten mit Minister Rogers, mit Henry Kissinger und mit dem Präsidenten, weil ich es für einen Fehler hielt, dies geheim zu halten. Ich hatte 12.000 Leute, die Bescheid wissen würden. Es war völlig unmöglich, diese Bombardierungspläne geheim zu halten. Gelegentlich verlangte der Präsident von mir, sporadische Angriffe ausführen zu lassen, was ich zu jenem Zeitpunkt jedoch nicht für angemessen hielt, sodass ich mitunter schlechtes Wetter vorschützen musste. Der Einsatz in Vietnam, unsere Vorgehensweise dort, wird im Desaster enden. Und unser Präsident wird an Popularität verlieren und deswegen vielleicht sogar nicht mehr regierungsfähig sein. Im Januar 1973, nach 4 Jahre dauernden Kontakten und Geheimgesprächen mit den Nordvietnamesen, setzen die Pariser Verträge einen vorläufigen Schlussstrich unter den Vietnamkrieg. We today have concluded an agreement to end the war and bring peace with honor in Vietnam and in Southeast Asia. Außenminister William Rogers, von Kissinger völlig ins Abseits gedrängt, wird zum Gespött der Presse. You played central roles in the historic development, the opening to China and the US withdrawal from Vietnam. With these accomplishments behind you, what keeps you in the government? That comes from the State Department. Nach meinem Eindruck war Nixon sehr eifersüchtig auf die Aufmerksamkeit und Anerkennung, die Kissinger auf seine Kosten erhielt.
Natürlich war Nixon nicht wohl dabei. Ich glaube, die meisten anderen Präsidenten hätten einen Berater, der eine so herausragende Rolle spielte, entlassen. Es gibt wohl kaum einen Präsidenten der Vereinigten Staaten, dem es gefallen würde, wenn einer seiner Untergebenen so viel Öffentlichkeit bekäme. Henry Kissinger bekommt für die Pariser Konferenzen den Friedensnobelpreis verliehen. Sein nordvietnamesischer Verhandlungspartner, Le Duc Tho, dem diese Auszeichnung ebenfalls zuerkannt wird, nimmt den Preis nicht an. Ich war im selben Zimmer wie er, als er die Nachricht erhielt, dass er ihn bekommen hatte. Seine einzige Reaktion jedoch war, wobei ich mir sicher bin, dass er in gewisser Hinsicht auch sehr stolz war, dass er anfing zu lachen. Jemand übergab ihm eine Mitteilung, auf der stand, dass er und Le Duc Tho soeben den Friedensnobelpreis erhalten hatten. Und er las sie und begann lauthals zu lachen. Ich denke, er erkannte sehr wohl die Ironie, die darin lag, dass nämlich jene Männer, die den Krieg geführt hatten, nun den Friedenspreis bekamen. Ich bedauere den Ausgang des Vietnamkriegs. Ich weiß nicht, was man hätte tun können, um das zu vermeiden. Wir hätten genügend Leute gefunden, die uns geholfen hätten, ehrenvoll abzuziehen, anstatt Blut zu vergießen. Aber wir haben es nicht getan. Und als Folge davon starben unter der Regierung Nixon ebenso viele Amerikaner wie unter der Johnsons. Ganz zu schweigen von den vielen Vietnamesen. Es ist schrecklich, aber wenn ich es noch einmal machen sollte, würde ich das meiste wieder so machen. Beim Thema Chile treten die internen Querelen und Rivalitäten innerhalb des Weißen Hauses zum ersten Mal in den Hintergrund. Es besteht Einmütigkeit im Hinblick auf die Einfädelung eines Komplotts gegen die rechtmäßige Regierung des Sozialisten Salvador Allende. Was Chile betrifft, so setzte die CIA 1973 alles daran, Allende aufzuhalten. Es war ein Problem, das bereits seit längerem im Raum stand. Natürlich versuchten wir, ihn zu stürzen. Ich denke, es steht außer Frage, dass Nixon ihn stürzen wollte. Einige unserer Militärführer und insbesondere das Pentagon waren etwas beunruhigt, da zwischen dem Militär in Chile und den Streitkräften der Vereinigten Staaten ein sehr guter Austausch stattfand. Ich war Stabschef. Ich hatte sicherzustellen, dass für jede Region der Welt fundierte Personalplanungen, Analysen und politische Empfehlungen erstellt wurden. Und bekam daher unweigerlich jede politische Erwägung zu Gesicht. Darunter auch den Sturz Allendes. Wir glaubten, Allende sei entschlossen, in Chile ein System nach Vorbild des Castro-Regimes zu errichten. Man erkannte, dass sich dies nicht auf Chile beschränken würde. Es würde nach Bolivien, Ecuador und Kolumbien übergreifen und sich bis nach Mittelamerika ausbreiten. Tatsache ist, dass der Präsident der Vereinigten Staaten nicht wollte, dass Allende Präsident Chiles wird. Punkt. Nixon übergibt Richard Helms von der CIA einen Blankoscheck. Und wenn die Chance, Allende zu beseitigen, 1-10 steht, wir müssen sie ergreifen. Nixon wollte ihn von der Bildfläche verschwunden sehen. Egal, ob durch Umsturz, Putsch oder was auch immer. Er wies mich einfach nur an, ihn loszuwerden, seine Wahl zu verhindern. Über das Wie sagte er jedoch nichts. Aber selbst wenn er es getan hätte, hätte es keinen Unterschied gemacht. Am 11. September 1973 stürzt ein militärischer Staatsstreich, geführt von General Pinochet, aber unterstützt von der CIA, die chilenische Regierung. Die Leiche Allendes wird später in den Trümmern des Präsidentenpalastes gefunden. Die Brutalität, mit der das Militär dabei vorging, hatten wir nicht erwartet. Das Ganze wurde zur Vergeltungsaktion, zu einer Tragödie. Wir begrüßten den Sturz Allendes. Es entsprach unserem Wunsch. Wie wir es getan haben, war nur im Hinblick auf die öffentliche Meinung ein Fehler. Allende auszuschalten war meiner Meinung nach kein Fehler, auch wenn mir viele da nicht zustimmen.
But a lot of people don't agree with me on that. Now, does that justify... Rechtfertigt dies die Vereitelung einer demokratischen Wahl? Nein. No. Und rückblickend betrachtet, glaube ich, dass es falsch war. Allende, es war falsch. Der Yom Kippur-Krieg bricht im Oktober 73 aus. Mit dem Überraschungsangriff Ägyptens und Syriens gegen Israel hat im Weißen Haus keiner gerechnet. Der Konflikt versetzt die sowjetischen und amerikanischen Nuklearstreitkräfte in Alarmbereitschaft, zum ersten Mal seit der Raketenkrise in Kuba 1962. Die Nacht, in der die Sowjets 10 ihrer 12 paramilitärischen Einheiten mobilisierten und Atomwaffen durch den Bosporus schifften, um uns dann mitzuteilen, dass sie in Ägypten hoffentlich mit uns, wenn nötig, aber auch ohne uns intervenieren würden, habe ich als sehr spannungsgeladen in Erinnerung. Brezhnev teilte uns damals in einem Brief mit, dass er mit oder ohne die Unterstützung der Vereinigten Staaten sowjetische Truppen in den Nahen Osten entsenden wolle. Und auf diese Herausforderung glaubten wir, energisch reagieren zu müssen. Ich kann mich noch genau an das Schreiben erinnern, weil ich es als Erster las. Nachdem wir es gesehen hatten, wurde beschlossen, die Verteidigungsbereitschaft um, ich glaube, eine Stufe zu erhöhen. Diese Entscheidung wurde im Wesentlichen von Henry, Alexander Haig und dem Verteidigungsminister getroffen. Wir stellten die Verlegung sowjetischer Atomwaffen in den Nahen Osten fest und wollten unsere Besorgnis darüber Ausdruck verleihen. Kissinger kam zu dem Schluss, dass sich die Reaktion der Vereinigten Staaten nicht auf Worte beschränken dürfe. Wir haben die Aufzeichnungen von Brezhnevs Protokollführer, worin Brezhnev sagt, erzählen wir ihnen, dass wir Truppen entsenden werden. Einer seiner Generäle sagte darauf, ja, aber wir können gar nicht. Worauf er erwiderte, das macht nichts, sagen Sie es einfach. Für sie war es in erster Linie ein Bluff. In internationalen Angelegenheiten dieser Größenordnung darf man jedoch nicht davon ausgehen, dass es sich um einen Bluff handelt. Alle, die wir an diesem Abend im Lagebesprechungsraum saßen, auch Dr. Kissinger und ich, glaubten energisch reagieren zu müssen. Wir waren der Ansicht, die Sowjets würden sonst denken, die Vereinigten Staaten könnten überhaupt nicht reagieren. Ich glaube, dass Nixon in dieser Nacht nicht in der Lage war, Entscheidungen zu treffen. Nixon trank. Nicht viel, aber er gehörte zu jenen, bei denen ein Drink mitunter ausreicht, um sie außer Gefecht zu setzen. Und manchmal trank er eben. Einer meiner Kollegen stellte Kissinger die Frage, ob der Präsident an jenem Abend betrunken gewesen sei. Und Kissinger antwortete nur, kein Kommentar. Haig ging zu Nixon und kam mit der Genehmigung zurück. Nixon war also bei dieser Besprechung nicht dabei. Aber mein Eindruck war, dass er seine Zustimmung gab und die Verantwortung dafür übernahm. Sie stimmten gemeinsam darin überein, so vorzugehen und den Präsidenten am nächsten Morgen zu informieren. Es hieß, Haig, der Stabschef war, hätte zu Nixon gehen können, aber ich glaube, er wusste, dass Nixon nicht fähig war zu handeln. In ihren Augen war es daher so, dass sie die Verantwortung für die Entscheidung übernahmen. Der Präsident hatte im Prinzip zugestimmt, aber er hatte die Entscheidung nicht selbst getroffen. Die Verteidigungsbereitschaft heraufzusetzen, ohne den Präsidenten zu konsultieren, wäre unter normalen Umständen undenkbar gewesen. Hier ist es passiert. Schlesinger wies die Stabschefs sogar an, keine direkten Anrufe des Präsidenten anzunehmen und ohne die Genehmigung des Verteidigungsministers auch keine weiteren Schritte zu unternehmen. Sie hatten in jener Nacht kein Vertrauen in Nixons Urteilsvermögen. In Situationen, in denen die politische Autorität wankt, ist es in einer Demokratie unerlässlich, dass sich das Militär nach verfassungsmäßigen Richtlinien verhält.
Es ist eine verfassungsrechtlich delikate Frage in der amerikanischen Politik, weshalb auch niemand gerne darüber spricht. Meiner Meinung nach gab es jedoch einen kurzen Zeitraum, in dem Entscheidungen in verfassungswidriger Weise gefällt wurden. Der Präsident bestätigte die Entscheidung zwar am nächsten Morgen, in jener Nacht getroffen hatte sie jedoch nicht. Nixon wird mit großer Mehrheit für weitere 4 Jahre ins Präsidentenamt gewählt. Er wird jedoch von einer Affäre eingeholt, die in den politischen Kreisen und von der Presse zunächst als unbedeutend eingeschätzt wurde. Alles begann ein Jahr zuvor, in der Nacht zum 17. Juni 1972. 5 Einbrecher werden im Watergate-Gebäude, dem Hauptquartier der Demokratischen Partei, festgenommen. Die Polizei findet heraus, dass sie Verbindungen sowohl zum Weißen Haus als auch zum Komitee für die Wiederwahl Richard Nixons haben. Die CIA hat den Pseudo-Einbrechern technischen Beistand geleistet. Ein unbedeutender Einbruchsversuch, so der Sprecher des Weißen Hauses. Er trug diesen kleinen Dämon in sich, der den meisten Menschen zutiefst misstraute. Es fiel ihm daher immens schwer, derlei Impulse zu unterdrücken und sich nicht zu Aktionen wie Watergate hinreißen zu lassen. Der misslungene Einbruch wird zur Staatsaffäre. 2 Journalisten der Washington Post, Carl Bernstein und Bob Woodward, wollen sich mit den Ergebnissen der offiziellen Ermittlungen nicht zufrieden geben. Mit Unterstützung ihres Chefredakteurs Ben Bradley, dem ehemaligen Berater John F. Kennedys, beschließen sie, der Sache auf den Grund zu gehen. Niemand hielt Watergate für möglich. Alle sagten, wozu zum Teufel sollte der Präsident 4 maskierte Banditen, die kein Englisch sprechen, mit Walkie-Talkies ausgerüstet, mitten in der Nacht losschicken? Keiner konnte das glauben. Man war der Meinung, die Washington Post sei so sehr gegen Nixon, dass sie alles tun würde, um ihn zu Fall zu bringen. Bradley, so sagten sie, wolle seinen verstorbenen Freund hochhalten. Ich konnte es nicht fassen. Ich konnte nicht fassen, dass sie dies taten und dachte, dass es irgendjemanden, irgendein krankes Hirn geben musste, das sich all dies ausdachte. Irgendjemand Verrücktes, der für Nixon arbeitete. Es klang wie ein Märchen, dass eine Bande Amateurspione im Weißen Haus sitzen sollte. Nixon lag so weit vorne. Warum also? Es war nicht nötig, jede Stimme zu gewinnen. Er würde mit überwältigender Mehrheit siegen. Keiner glaubte es, vor allem nicht die anderen Zeitungen. Und die ersten 6 oder 8 Monate berichtete fast nur die Washington Post darüber, trotz der Materialfülle, die uns vorlag. Als ich von der Watergate-Affäre das erste Mal hörte, nahm ich sie nicht sehr ernst. Und mir wurde auch gesagt, ich solle sie nicht sehr ernst nehmen. Dann weitete sie sich immer mehr aus. Aber bis zum März 1973, fast ein Jahr später, betrachtete ich das Ganze nicht ernstlich als eine schwere Krise. Kissinger war ein Anhänger Nixons und weigerte sich viel zu lange, den Beweisen gegen Nixon zu glauben. Ich meine, jeder mit wirklichem Einblick ins Weiße Haus muss gewusst haben, dass etwas faul war. Ich glaube nicht, dass Nixon ihn vor dem bitteren Ende ins Vertrauen gezogen hat. Vielleicht habe ich es nicht mitbekommen, aber ich denke nicht. Nixon erzählte seinen Untergebenen und Kissinger dasselbe, was er der Öffentlichkeit erzählte, nämlich, dass alle Anschuldigungen falsch seien. Wir besaßen also kein Insiderwissen. Ich muss sagen, es war sehr demoralisierend, im Weißen Haus zu arbeiten und die Regierung und den Boden unter unseren Füßen langsam in sich zusammenfallen zu sehen. Ich schätze, ich habe erst davon erfahren, als es bereits zu spät war. Der Präsident hatte mich informiert und mir versichert, dass er in keiner Weise in diese Geschichte verwickelt sei. Mitten in der Watergate-Affäre ernennt Nixon Gerald Ford zum Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten. Er löst Spiro Agnew ab, der des Steuerbetrugs bezichtigt, zurückgetreten ist. Bei mehr als einer Gelegenheit sagte er zu mir, Jerry, wie könnte ich etwas mit Watergate zu tun haben? Er leugnete jegliche Beteiligung und ich glaubte ihm.
Nixon verlor die Nerven. Es war eines der wenigen Male in seiner Präsidentschaft, dass er die Nerven verlor. Er bat mich, die CIA-Akten aus dem Verteidigungsministerium zu entfernen und durch eine Notiz mit dem Wortlaut "auf Anordnung der CIA entfernt" zu ersetzen. Das hätte einen direkten Fingerzeig auf die CIA in der Watergate-Affäre bedeutet. Ich schlug ihm die Bitte ab und er bat mich kein zweites Mal darum. Als ich erkannte, dass die CIA darin verwickelt war und dass das Geld der Einbrecher aus der Kasse des Komitees zur Wiederwahl des Präsidenten stammte, wusste ich, dass es etwas sehr, sehr Ernstes war. Als wir dann noch erfuhren, dass es Tonbandaufzeichnungen von allem gab, wurde uns die Tragweite im Kopf, die er aus seinem Studium der europäischen Politik des 19. Jahrhunderts hatte. Realpolitik, Gleichgewicht der Kräfte, sehr klassische außenpolitische Konzepte. Und wenn ein Problem mit diesen Modellen nicht vereinbar war, dann verstand er nicht, warum es überhaupt auftauchte. Ich sehe ihn daher als einen scharfsichtigen Mann mit einem dennoch in vielen Dingen unklaren Blick. Eines Tages werden wir beurteilen können, was wichtiger an ihm war, die Scharfsichtigkeit oder der fehlende Blick. Man kann hier kein Pauschalurteil fällen und sagen, Kissinger sei nichts weiter als ein Konservativer einer bestimmten Schule gewesen, der keinen Beitrag geleistet habe. Aber genauso wenig kann man sagen, er sei ein diplomatisches Genie gewesen. Andererseits war Nixon ein sehr schwieriger Mensch und ich würde vermuten, dass er wahrscheinlich jedem misstraute. Ich denke, die beiden hatten eine eher förmliche Beziehung. Kissinger hat, glaube ich, gesagt, dass er nie oder fast nie in die Räume der Familie im Weißen Haus eingeladen wurde. Kissinger war kein enger Freund. Er war ein Geschäftskollege. Nixon war zudem sehr neidisch auf ihn. Und Kissinger besaß Eigenschaften, die Nixon nicht mochte. Er war ein Intellektueller, außerdem ein Jude. Manchmal sprach Nixon vor Kissinger sehr abfällig über Juden. Und Kissinger war von diesen antisemitischen Äußerungen peinlich berührt. 1973 war ich selbst Zeuge davon. Damals kamen vier arabische Außenminister zu einem Treffen mit Nixon. Kissinger sprach zuerst mit ihnen, bevor wir dann ins Oval Office gingen. Ich war der Protokollführer. Alles lief gut. Sie stellten einige Fragen und irgendwann sah Nixon die arabischen Minister an und sagte, ich weiß, was Sie denken. Sie denken, dass Henry Kissinger ein Jude ist und dass er deswegen vielleicht kein guter Amerikaner ist. Dass er die Interessen Israels vor die Amerikas stellen wird. Kissinger lief hochrot an, er war außer sich. Den Arabern war es peinlich, weil sie gar nichts gesagt hatten. Vielleicht hatten sie es gedacht, aber ausgesprochen hatten sie es nicht. Nixon aber hörte nicht auf, er machte immer weiter. Er sagte, aber man kann ein guter Jude und ein guter Amerikaner sein. Einige meiner Freunde sind Juden. Nicht alle Juden sind... Es wurde jedenfalls immer schlimmer. Schließlich ließ er davon ab, weil es allzu peinlich wurde. Und ich kann sehr wohl das Unbehagen Kissingers gegenüber Nixon sehen, gegenüber dieser Grobheit, mit der er diese Ansichten vorbrachte. Und an diesem Punkt hörte ich der Geschichte zuliebe auf, das Protokoll fortzuführen. Anfänglich war Kissinger ein unbekannter Mitarbeiter des Weißen Hauses. Dann aber wurde er durch solche spektakulären Ereignisse wie die Geheimreise nach China auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Henry Kissinger wird die Aussöhnung mit China in die Wege leiten. Nach der vertraulichen Diplomatie kommt die Stunde ehrenhaften Frieden. Ich kam zu dem Schluss, dass der Krieg nicht gewonnen werden konnte. Mit Sicherheit nicht so, wie wir ihn fochten. Hat man jedoch die Entscheidung für einen Rückzug getroffen, stellt sich die schwierige Frage, wie dies mit 550.000 Mann vor Ort zu bewerkstelligen ist. Verteidigungsminister Melvin Laird wird von Nixon beauftragt, den durch die Politik McNamaras verursachten Schaden wieder gut zu machen und die Chancen für einen Rückzug der Amerikaner auszuloten. We were in a very difficult period. Wir befanden uns in einer sehr schwierigen Phase. Als ich das Verteidigungsministerium übernahm, gab es 540.000 Amerikaner auf vietnamesischem Boden, die einen amerikanisierten Krieg austrugen. Daneben 1,4 Millionen Soldaten der Marine und der Luftwaffe in der Region. Insgesamt also fast 2 Millionen Amerikaner, die dort für diesen Krieg im Einsatz waren. To that responsibility and that war in Vietnam.
Nixon ordnet die heimliche Invasion in Kambodscha und später in Laos an, unter Umgehung des Kongresses und ohne das amerikanische Volk zu informieren. Unter Nixons Regierung werden 4,5 Millionen Tonnen Bomben über Südostasien abgeworfen. Ich hatte große Meinungsverschiedenheiten mit Minister Rogers, mit Henry Kissinger und mit dem Präsidenten, weil ich es für einen Fehler hielt, dies geheim zu halten. Ich hatte 12.000 Leute, die Bescheid wissen würden. Es war völlig unmöglich, diese Bombardierungspläne geheim zu halten. Gelegentlich verlangte der Präsident von mir, sporadische Angriffe ausführen zu lassen, was ich zu jenem Zeitpunkt jedoch nicht für angemessen hielt, sodass ich mitunter schlechtes Wetter vorschützen musste. Der Einsatz in Vietnam, unsere Vorgehensweise dort, wird im Desaster enden. Und unser Präsident wird an Popularität verlieren und deswegen vielleicht sogar nicht mehr regierungsfähig sein. Im Januar 1973, nach 4 Jahre dauernden Kontakten und Geheimgesprächen mit den Nordvietnamesen, setzen die Pariser Verträge einen vorläufigen Schlussstrich unter den Vietnamkrieg. We today have concluded an agreement to end the war and bring peace with honor in Vietnam and in Southeast Asia. Außenminister William Rogers, von Kissinger völlig ins Abseits gedrängt, wird zum Gespött der Presse. You played central roles in the historic development, the opening to China and the US withdrawal from Vietnam. With these accomplishments behind you, what keeps you in the government? Ein Dämon in sich, der den meisten Menschen zutiefst misstraute. Es fiel ihm daher immens schwer, derlei Impulse zu unterdrücken und sich nicht zu Aktionen wie Watergate hinreißen zu lassen. Der misslungene Einbruch wird zur Staatsaffäre. Zwei Journalisten der Washington Post, Carl Bernstein und Bob Woodward, wollen sich mit den Ergebnissen der offiziellen Ermittlungen nicht zufrieden geben. Mit Unterstützung ihres Chefredakteurs Ben Bradley, dem ehemaligen Berater John F. Kennedys, beschließen sie, der Sache auf den Grund zu gehen. Niemand hielt Watergate für möglich. Alle sagten, wozu zum Teufel sollte der Präsident 4 maskierte Banditen, die kein Englisch sprechen, mit Walkie-Talkies ausgerüstet, mitten in der Nacht losschicken? Keiner konnte das glauben. Man war der Meinung, die Washington Post sei so sehr gegen Nixon, dass sie alles tun würde, um ihn zu Fall zu bringen. Bradley, so sagten sie, wolle seinen verstorbenen Freund hochhalten. Ich konnte es nicht fassen. Ich konnte nicht fassen, dass sie dies taten und dachte, dass es irgendjemanden, irgendein krankes Hirn geben musste, das sich all dies ausdachte. Irgendjemand Verrücktes, der für Nixon arbeitete. Es klang wie ein Märchen, dass eine Bande Amateurspione im Weißen Haus sitzen sollte. Nixon lag so weit vorne. Warum also? Es war nicht nötig, jede Stimme zu gewinnen. Er würde mit überwältigender Mehrheit siegen. Keiner glaubte es, vor allem nicht die anderen Zeitungen. Und die ersten 6 oder 8 Monate berichtete fast nur die Washington Post darüber, trotz der Materialfülle, die uns vorlag. Als ich von der Watergate-Affäre das erste Mal hörte, nahm ich sie nicht sehr ernst. Und mir wurde auch gesagt, ich solle sie nicht sehr ernst nehmen. Dann weitete sie sich immer mehr aus. Aber bis zum März 1973, fast ein Jahr später, betrachtete ich das Ganze nicht ernstlich als eine schwere Krise. Kissinger war ein Anhänger Nixons und weigerte sich viel zu lange, den Beweisen gegen Nixon zu glauben. Ich meine, jeder mit wirklichem Einblick ins Weiße Haus muss gewusst haben, dass etwas faul war. Ich glaube nicht, dass Nixon ihn vor dem bitteren Ende ins Vertrauen gezogen hat. Vielleicht habe ich es nicht mitbekommen, aber ich denke nicht. Nixon erzählte seinen Untergebenen und Kissinger dasselbe, was er der Öffentlichkeit erzählte, nämlich, dass alle Anschuldigungen falsch seien. Wir besaßen also kein Insiderwissen.
Ich muss sagen, es war sehr demoralisierend, dessen, dass sie dies taten und dachte, dass es irgendjemanden, irgendein krankes Hirn geben musste, das sich all dies ausdachte. Irgendjemand Verrücktes, der für Nixon arbeitete. Es klang wie ein Märchen, dass eine Bande Amateurspione im Weißen Haus sitzen sollte. Nixon lag so weit vorne. Warum also? Es war nicht nötig, jede Stimme zu gewinnen. Er würde mit überwältigender Mehrheit siegen. Keiner glaubte es, vor allem nicht die anderen Zeitungen. Und die ersten 6 oder 8 Monate berichtete fast nur die Washington Post darüber, trotz der Materialfülle, die uns vorlag. Als ich von der Watergate-Affäre das erste Mal hörte, nahm ich sie nicht sehr ernst. Und mir wurde auch gesagt, ich solle sie nicht sehr ernst nehmen. Dann weitete sie sich immer mehr aus. Aber bis zum März 1973, fast ein Jahr später, betrachtete ich das Ganze nicht ernstlich als eine schwere Krise. Kissinger war ein Anhänger Nixons und weigerte sich viel zu lange, den Beweisen gegen Nixon zu glauben. Ich meine, jeder mit wirklichem Einblick ins Weiße Haus muss gewusst haben, dass etwas faul war. Ich glaube nicht, dass Nixon ihn vor dem bitteren Ende ins Vertrauen gezogen hat. Vielleicht habe ich es nicht mitbekommen, aber ich denke nicht. Nixon erzählte seinen Untergebenen und Kissinger dasselbe, was er der Öffentlichkeit erzählte, nämlich, dass alle Anschuldigungen falsch seien. Wir besaßen also kein Insiderwissen. Ich muss sagen, es war sehr demoralisierend, im Weißen Haus zu arbeiten und die Regierung und den Boden unter unseren Füßen langsam in sich zusammenfallen zu sehen. Ich schätze, ich habe erst davon erfahren, als es bereits zu spät war. Der Präsident hatte mich informiert und mir versichert, dass er in keiner Weise in diese Geschichte verwickelt sei. Mitten in der Watergate-Affäre ernennt Nixon Gerald Ford zum Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten. Er löst Spiro Agnew ab, der des Steuerbetrugs bezichtigt, zurückgetreten ist. He said to me, on more than one occasion, bei mehr als einer Gelegenheit sagte er zu mir, Jerry, wie könnte ich etwas mit Watergate zu tun haben? Er leugnete jegliche Beteiligung und ich glaubte ihm. Nixon verlor die Nerven. Es war eines der wenigen Male in seiner Präsidentschaft, dass er die Nerven verlor. Er bat mich, die CIA-Akten aus dem Verteidigungsministerium zu entfernen und durch eine Notiz mit dem Wortlaut auf Anordnung der CIA entfernt zu ersetzen. Die Politik McNamaras verursachten Schaden wieder gut zu machen und die Chancen für einen Rückzug der Amerikaner auszuloten. Well, we were in a very difficult period. Wir befanden uns in einer sehr schwierigen Phase. Als ich das Verteidigungsministerium übernahm, gab es 540.000 Amerikaner auf vietnamesischem Boden, die einen amerikanisierten Krieg austrugen. Daneben 1,4 Millionen Soldaten der Marine und der Luftwaffe in der Region. Insgesamt also fast 2 Millionen Amerikaner, die dort für diesen Krieg im Einsatz waren. To that responsibility and that war in Vietnam. Nixon ordnet die heimliche Invasion in Kambodscha und später in Laos an, unter Umgehung des Kongresses und ohne das amerikanische Volk zu informieren. Unter Nixons Regierung werden 4,5 Millionen Tonnen Bomben über Südostasien abgeworfen. I had a very deep disagreement. Ich hatte große Meinungsverschiedenheiten mit Minister Rogers, mit Henry Kissinger und mit dem Präsidenten, weil ich es für einen Fehler hielt, dies geheim zu halten. Ich hatte 12.000 Leute, die Bescheid wissen würden. Es war völlig unmöglich, diese Bombardierungspläne geheim zu halten. Gelegentlich verlangte der Präsident von mir, sporadische Angriffe ausführen zu lassen, was ich zu jenem Zeitpunkt jedoch nicht für angemessen hielt, sodass ich mitunter schlechtes Wetter vorschützen musste. Der Einsatz in Vietnam, unsere Vorgehensweise dort, wird im Desaster enden. Und unser Präsident wird an Popularität verlieren und deswegen vielleicht sogar nicht mehr regierungsfähig sein.
Im Januar 1973, nach 4 Jahre dauernden Kontakten und Geheimgesprächen mit den Nordvietnamesen, setzen die Pariser Verträge einen vorläufigen Schlussstrich unter den Vietnamkrieg. We today have concluded an agreement to end the war and bring peace with honor in Vietnam and in Southeast Asia. Außenminister William Rogers, von Kissinger völlig ins Abseits gedrängt, wird zum Gespött der Presse. You played central roles in the historic development, the opening to China and the U.S. withdrawal from Vietnam. With these accomplishments behind you, what keeps you in the government? That comes from the State Department. Nach meinem Eindruck war Nixon sehr eifersüchtig auf die Aufmerksamkeit und Anerkennung, die Kissinger auf seine Kosten erhielt. Natürlich war Nixon nicht wohl damit. Die Regierung des Sozialisten Salvador Allende. Was Chile betrifft, so setzte die CIA 1973 alles daran, Allende aufzuhalten. Es war ein Problem, das bereits seit längerem im Raum stand. Natürlich versuchten wir, ihn zu stürzen. Ich denke, es steht außer Frage, dass Nixon ihn stürzen wollte. Einige unserer Militärführer und insbesondere das Pentagon waren etwas beunruhigt, da zwischen dem Militär in Chile und den Streitkräften der Vereinigten Staaten ein sehr guter Austausch stattfand. Ich war Stabschef. Ich hatte sicherzustellen, dass für jede Region der Welt fundierte Personalplanungen, Analysen und politische Empfehlungen erstellt wurden. Und bekam daher unweigerlich jede politische Erwägung zu Gesicht. Darunter auch den Sturz Allendes. Wir glaubten, Allende sei entschlossen, in Chile ein System nach Vorbild des Castro-Regimes zu errichten. Man erkannte, dass sich dies nicht auf Chile beschränken würde. Es würde nach Bolivien, Ecuador und Kolumbien übergreifen und sich bis nach Mittelamerika ausbreiten. Tatsache ist, dass der Präsident der Vereinigten Staaten nicht wollte, dass Allende Präsident Chiles wird. Punkt. Nixon übergibt Richard Helms von der CIA einen Blankoscheck. Und wenn die Chance, Allende zu beseitigen, 1-10 steht, wir müssen sie ergreifen. Nixon wollte ihn von der Bildfläche verschwunden sehen. Egal, ob durch Umsturz, Putsch oder was auch immer. Er wies mich einfach nur an, ihn loszuwerden, seine Wahl zu verhindern. Über das Wie sagte er jedoch nichts. Aber selbst wenn er es getan hätte, hätte es keinen Unterschied gemacht. Am 11. September 1973 stürzt ein militärischer Staatsstreich, geführt von General Pinochet, aber unterstützt von der CIA die chilenische Regierung. Die Leiche Allendes wird später in den Trümmern des Präsidentenpalastes gefunden. Die Brutalität, mit der das Militär dabei vorging, hatten wir nicht erwartet. Das Ganze wurde zur Vergeltungsaktion, zu einer Tragödie. Wir begrüßten den Sturz Allendes. Es entsprach unserem Wunsch. Wie wir es getan haben, war nur im Hinblick auf die öffentliche Meinung ein Fehler. Allende auszuschalten war meiner Meinung nach kein Fehler, auch wenn mir viele da nicht zustimmen. Rechtfertigt dies die Vereitelung einer demokratischen Wahl? Nein. Und bevor wir dann ins Oval Office gingen, ich war der Protokollführer. Alles lief gut. Sie stellten einige Fragen und irgendwann sah Nixon die arabischen Minister an und sagte, ich weiß, was Sie denken. Sie denken, dass Henry Kissinger ein Jude ist und dass er deswegen vielleicht kein guter Amerikaner ist. Dass er die Interessen Israels vor die Amerikas stellen wird. Kissinger lief hochrot an, er war außer sich. Den Arabern war es peinlich, weil sie gar nichts gesagt hatten. Vielleicht hatten sie es gedacht, aber ausgesprochen hatten sie es nicht. Nixon aber hörte nicht auf, er machte immer weiter.
Er sagte, aber man kann ein guter Jude und ein guter Amerikaner sein. Einige meiner Freunde sind Juden. Nicht alle Juden sind... Es wurde jedenfalls immer schlimmer. Schließlich ließ er davon ab, weil es allzu peinlich wurde. Und ich kann sehr wohl das Unbehagen Kissingers gegenüber Nixon sehen, gegenüber dieser Grobheit, mit der er diese Ansichten vorbrachte. Und an diesem Punkt hörte ich der Geschichte zuliebe auf, das Protokoll fortzuführen. And for the sake of history, I stopped taking the notes at that point. Anfänglich war Kissinger ein unbekannter Mitarbeiter des Weißen Hauses. Dann aber wurde er durch solche spektakulären Ereignisse wie die Geheimreise nach China auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Henry Kissinger wird die Aussöhnung mit China in die Wege leiten. Nach der vertraulichen Diplomatie kommt die Stunde der spektakulären Politik. Nixon und Kissinger besuchen Mao. Bekannt wurde ich im Juli 1971 durch meine Geheimmission in China. Vorher war ich nur den Kennern und dem Washingtoner Pressekorps ein Begriff. Aber dann plötzlich tauchte ich sehr deutlich auf. In Vietnam weitet sich der Krieg aus. Jeden Tag werden 50 amerikanische Soldaten getötet. Die ausführliche Berichterstattung über die Kämpfe in Presse und Fernsehen lässt die öffentliche Meinung umschwenken. In großer Verlegenheit wegen des endlosen Konfliktes bemüht sich Nixon um einen ehrenhaften Frieden. Ich kam zu dem Schluss, dass der Krieg nicht gewonnen werden konnte. Mit Sicherheit nicht so, wie wir ihn fochten. Hat man jedoch die Entscheidung für einen Rückzug getroffen, stellt sich die schwierige Frage, wie dies mit 550.000 Mann vor Ort zu bewerkstelligen ist. Verteidigungsminister Melvin Laird wird von Nixon beauftragt, den durch die Politik McNamaras verursachten Schaden wieder gut zu machen und die Chancen für einen Rückzug der Amerikaner auszuloten. Well, we were in a very difficult period. Wir befanden uns in einer sehr schwierigen Phase. Als ich das Verteidigungsministerium übernahm, gab es 540.000 Amerikaner auf vietnamesischem Boden, die einen amerikanisierten Krieg austrugen. Daneben 1,4 Millionen Soldaten der Marine.